Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Trolle sollen ihn holen. Die 15-jährige Sarah ist genervt und überfordert, als ihr Vater und die Stiefmutter ausgehen und sie wieder auf den kleinen Bruder Tobi aufpassen soll, der quengelt und schreit. Abrupt ist Stille. Sie geht zurück zum Kinderbett. Tobi ist verschwunden, und ihr steht der Koboldkönig Jared gegenüber, der den Kleinen in sein Schloss im Koboldrieg geholt hat. Sie ringt ihm eine 13-Stunden-Frist ab, ihren Bruder zurückzuholen, und so macht sie sich mutig auf, durch ein großartiges Labyrinth zum Schloss zu gelangen. Bald muss sie merken, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Sie begegnet den herrlichsten Geschöpfen aus Jim Hensons Puppenschmiede, durch George Lucas Effektfirma größer als Industrial Light und Magic kleiner als zum Leben erweckt. Da ist der erste Freund, den sie gewinnen kann, der Trollhobbel, ein Angsthase und Verräter, der jedoch bald Zuneigung zu Sarah fühlt, von Jared öfter ermahnt wird und sich dann bei der Hilfe für Sarah herausredet, sie zum Beginn des Labyrinths zurückzubringen. Ihm droht sein Herrscher mit Verbannung ins Moor des ewigen Gestanks. Und Hilfe hat sie bitter nötig, denn es ist ein Labyrinth der versteckten Durchgänge, Falltüren und Irreführungen, die das Bewältigung der Aufgabe kaum möglich erscheinen lassen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.